Zitat: Das Schlimmste am Missbrauch ist nicht primär die sexuelle Handlung, sondern die Tatsache, dass eine wichtige Bezugsperson die Beziehung missbraucht, ausgebeutet und die Grenzen verletzt hat. Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of magic. Wenn es um seine ehemalige Kirchengemeinde geht, an der Pfarrer Hartmut Fribolin von 2002 bis 2013 beschäftigt war, kann der Geistliche vor allem eines sagen: Wir hatten sehr hohe Ansprüche, besonders ans Personal. Man musste sich da schon durchsetzen bei so vielen engagierten Mitarbeitern. Wenige Meter von ihm entfernt sitzt Christian L., angeklagt wegen fortgesetzten sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und anderer Delikte. Und ehemaliger Gruppenleiter bei den Pfadfindern in Staufen, einer von Fribolins Personal. Im Fall einer Verurteilung droht ihm die Sicherheitsverwahrung. Fribolin und Christian L. verbindet ihre gemeinsame Zeit in der Gemeinde, in der der frühere Jugendgruppenleiter des Pfadfinderstamms Lazarus vom Schwendi mindestens zwei Jungen missbraucht haben soll. Einen weiteren lernte er bei der städtischen Theatergruppe Stagé kennen, ein viertes Opfer auf einem Campingplatz. Am Mittwoch nun berichtet der Seelsorger über sein Verhältnis zu Christian L., denn Fribolin spielt in dem Fall eine wichtige Rolle. Schon 2004 erstatteten die Eltern eines Jungen aus der Pfadfindergruppe Anzeige wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs. Ihr Sohn Marcel, Name von der Redaktion geändert, hatte in einem Bett mit Christian L. übernachtet und gemerkt, wie dieser ihn zwischen den Beinen berührte. Die Eltern offenbarten sich dem Pfarrer und der führte Vater, Mutter, Marcel und Christian L. zu einem Gespräch zusammen. In dieser Runde bestritt der Gruppenleiter die Vorwürfe und behauptete, es sei im Schlaf zu einer fahrigen Bewegung gekommen, sagt Fribolin. Die Eltern entscheiden sich daraufhin, Anzeige zu erstatten. Christian L. wurde sofort entlassen. Auch wenn er damals noch an die Unschuld von Christian L. geglaubt hatte, berichtete der Pfarrer. Im Folgenden wird Christian L. zweimal verurteilt. Einmal vom Amtsgericht Staufen und dann vom Landgericht Freiburg. Schließlich hat seine Revision vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe 2007 Erfolg. Er wird freigesprochen. Für die Gemeinde ist dadurch alles wieder in Ordnung. Trotz der zwei vorherigen Verurteilungen nimmt sie die Nachricht vom Freispruch offenkundig ohne weitere Nachfragen auf und holt Christian L. wieder in die Gruppe zurück. In der Folgezeit beginnen die heute angeklagten Missbrauchsfälle. Freispruch ist Freispruch, so sahen wir das damals, sagt Fribolin vor Gericht. Nur, in der Urteilsbegründung steht glasklar, warum Christian L. freigesprochen wurde. Nämlich nicht wegen erwiesener Unschuld, sondern weil die Zeugenaussage Marcells durch das Konfrontationsgespräch des Fribolin in der Gemeinde und vor den Ermittlungen geführte, aus formalen Gründen entwertet war. Fribolins dilettantisches Vorgehen führte also erst zu dem Freispruch, den er damals begrüßte und erst im Lichte der angeklagten Taten zutiefst bedauert, wie er nun angibt. Gab es denn keine Risikobewertung, keine Auflagen? Als Christian L. wieder da anfing, wo er aufhörte, will Nebenklagevertreterin Katja Raffert wissen. Nein, antwortet der Zeuge. Wir haben den Freispruch als Freispruch genommen und kannten die Urteilsbegründung nicht. Die hätten sie sich für eine Gebühr von 16 Euro in anonymisierter Form zuschicken lassen können. Sein Urteilsvermögen sieht Fribolin auch heute noch ungetrübt. Ich bin sehr wach, was Machtmissbrauch angeht. Ich erkenne das schnell, sagt er. Damals aber hielt er es für möglich, dass Marcel seinen Gruppenleiter Christian L. beschuldigt haben könnte, um sich wichtig zu machen. Marcel hat das erst publik gemacht, als sein eigener Vater ihm über ähnliche Erfahrungen im Internat erzählt hatte, so Fribolin.
Wenn man so etwas erzählt, kann man versuchen, auf diese Weise Aufmerksamkeit zu erlangen oder durch die Berichte des Vaters ermutigt sein, sich zu öffnen, so der Pfarrer. Er habe zu Christian L. aber volles Vertrauen gehabt und ihm auch seine eigenen Kinder anvertraut. Es tut mir unendlich leid, was den Opfern angetan wurde, an Leib und Seele, sagt er. Dabei versagt ihm die Stimme. Ich habe nach bestem Gewissen gehandelt. Es ist tragisch, das belastet mich sehr. Die Anwältin der Opfer will es genauer wissen. Gab es denn Präventionsleitlinien oder Handlungsleitfäden, die man bei der Wiederherstellung von Christian L. zu Rate hätte ziehen können? Nein, sagt der Pfarrer. Gab es die Überlegung, einen Missbrauchsbeauftragten anzurufen, fragt Raffert. Nein, antwortete Fribolin. Haben Sie nach dem Fall Marcel andere Kinder befragt, bohrt sie weiter. Nein, dazu habe ich keine Notwendigkeit gesehen. Bis heute gibt es keine umfassende Untersuchung, wie viele Jungen Christian L. tatsächlich missbraucht haben könnte. Die evangelische Landeskirche teilte auf Anfrage mit, dass sie einen externen Juristen mit der Aufarbeitung beauftragt hat. Es handelt sich dabei um den ehemaligen Bundesgerichtshofrichter Detlef Jürgen Kuckein, der die Verhandlung am Mittwoch auch besuchte. Mit der Untersuchung, sagt er am Rande des Prozesses, wolle er erst anfangen, wenn ein Urteil vorliegt. Was Christian L. noch alles getan haben könnte, bedarf offenkundig der Aufklärung. Das ergibt sich vor allem aus Seite 19 der nicht öffentlichen Anklageschrift. Dort heißt es, dass sich bei Zeugenaussagen weiterer männlicher Kinder und Jugendlicher, die in engerem Kontakt zu dem Angeschuldigten standen, sowie deren Eltern der starke Verdacht aufdränge, dass es mögliche weitere Geschädigte geben haben muss. Als die Beamten des FBI endlich den Server in Florida lokalisiert hatten, dauerte es nicht mehr lange, bis eine Spur auch in den Breisgau, in eine kleine Stadt nahe Freiburg, führte. Über Monate hatten die Amerikaner gerätselt, wer die Online-Plattform Playpen betreibe. Pädophile aus aller Welt tauschten dort kinderpornografische Fotos und Filme samt der Passwörter. Das Forum im Darknet war unterteilt in Kategorien wie Präpubertär, Kleinkinder, Inzest, Bondage oder Schläge. In der vermeintlichen Anonymität der Chats heizten die Nutzer gegenseitig ihre perversen Fantasien an, auch durch Bilder brutaler Vergewaltigung. Im Februar 2015 kam der Administrator in Haft. Ein 58-jähriger Mann aus dem Küstenstädtchen Naples. Danach wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen in den USA, der Türkei, in Kolumbien, in Israel. Die Fahnder konnten auch einen Nutzer im Breisgau identifizieren. Der Mann nannte sich Geiler Daddy und hatte eine Vorliebe für Bilder, auf denen erwachsene Kinder beiderlei Geschlechts missbrauchten. Allein in den 2 Wochen, in denen das FBI mitlas, rief er 227 Threads auf und nutzte dazu offenbar auch das WLAN seiner Mutter. Wäre Geiler Daddy danach schnell in Haft gekommen, wäre wohl zumindest einem Kind weiteres Leid erspart geblieben, dem Sohn seiner Lebensgefährtin, dessen Schicksal seit Tagen die Republik bewegt. Hinter dem Pseudonym, steckt davon sind die Ermittler überzeugt, Christian L., ein 39-jähriger Arbeitsloser aus Staufen, südlich von Freiburg. Damals gemeldet in einer Obdachlosenunterkunft. Er soll mit seiner Lebensgefährtin, deren Sohn über das Internet zum Missbrauch angeboten und den Jungen selbst vergewaltigt haben. Seit 2015 dauerte das Martyrium des Kleinen an, der seinen Peiniger Papa nannte. Mutter und Stiefvater sollen bis zu mehrere tausend Euro pro Täter kassiert haben. Die Staatsanwaltschaft Freiburg geht von einer zweistelligen Zahl von Straftaten aus. Inzwischen lebt der Junge in einer Betreuungseinrichtung. 8 Beschuldigte sitzen in Haft. 2 von ihnen sollen für den Missbrauch aus Spanien und der Schweiz angereist sein. Die deutsche Justiz kam ihnen auf die Spur, weil Ermittler Bilder davon im Darknet gefunden hatten. Der Fall beschäftigt die Republik und je mehr über den pädophilen Ring bekannt wird, desto drängender stellen sich Fragen. Wie konnte es sein, dass ein einschlägig vorbestrafter Mann überhaupt Kontakt zu dem Jungen hatte?
Warum hat niemand geprüft, was der Straftäter mit dem Tarnnamen Geiler Daddy außerhalb des Darknets noch trieb? Es wäre nicht der unbescholtene, unverdächtige Täter von nebenan, der Nachbar oder der Nachhilfelehrer oder Trainer, der ein Kind vergewaltigte. Die Taten beginnen wohl notorische Pädokriminelle, die den Missbrauch planten und dokumentierten. Inzwischen ist eine Debatte darüber losgebrochen, wer die Fehler begangen hat. Im Internet kursieren die üblichen Kopf- ab- oder Schwanzabparolen, die mit Berichten von Kindesmissbrauch einhergehen. Jugendamt und Familiengerichte schieben einander die Verantwortung zu. Bundesfamilienministerin Karin Barley forderte mehr Sachverstand an den Gerichten. Die CSU wetterte gegen die Resozialisierungsromantik und viele Politiker fordern, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Ein solches Statut hätte aber wohl wenig im Breisgauer-Fall verändert. Die akute Gefahr für den Jungen wurde schlicht nicht erkannt, auch weil niemand die Online- und die Offline-Welt des Christian L. abglich und daraus die richtigen Schlüsse zog über die fatale Fusion von Geiler Daddy und Papa. Als sich L. auf der Plattform Playpen eingeloggt haben soll, war er erst seit rund einem Jahr ein freier Mann. 2010 war er zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hatte ein Mädchen, 13 Jahre alt, missbraucht und den Sex mit ihr gefilmt. Das Mädchen war danach in psychologischer Behandlung, unter anderem, weil es sich selbst verletzte. L. hatte damals in einem Chat mit ihr Interesse an deren dreijähriger Halbschwester gezeigt. In einer Videosequenz war das Kleinkind unbekleidet zu sehen. Auf Els Computer fanden Ermittler 300 Video- und 1000 Bilddateien mit Kinderpornografie. Erinnert ihr euch noch an den letzten Fall, wie viel Geld man damit verdienen könnte? Das könnt ihr jetzt ausrechnen. Eine Vertreterin der Nebenklage charakterisierte L. in dem Verfahren 2010 als sehr eloquenten und zur Manipulation neigenden Menschen mit einem Hang zu erheblichen Straftaten. L. war geständig. Die Richterin sagte laut Badischer Zeitung bei der Verkündung des Urteils, sie haben eine Chance verdient. Doch L. nutzte diese Chance nicht. Er tat sich nicht nach seiner Haftentlassung stattdessen offenbar auf den Playpen-Seiten um. Die Staatsanwaltschaft Freiburg leitete deshalb bereits 2016 ein Ermittlungsverfahren ein. Im Mai 2017 erhob sie Anklage. Zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Staufen kam es jedoch nicht. Dort war aber schon eine andere Verhandlung gegen den Mann terminiert. Es ging um den Verstoß gegen Weisungen. L. war im Rahmen der Führungsaufsicht nach seiner Entlassung auferlegt worden, von Kindern und Jugendlichen fernzubleiben. Irgendwann im Jahr 2015 aber ging er mit Berin T. eine Beziehung ein, einer 47-jährigen alleinerziehenden Mutter. Bei der Erziehung ihres Sohnes war die Mutter wohl teilweise überfordert, jedenfalls begleitete das Jugendamt die Familie. Die Behörden wussten von der heiklen Beziehung. L. beantragte, beim Landgericht zu der Frau und deren Sohn ziehen zu dürfen. Das Gericht lehnte ab, doch L. hielt sich nicht daran. Die Staatsanwaltschaft Freiburg klagte ihn im April 2017 erneut an, weil er dadurch gegen Weisungen während seiner Führungsaufsicht verstoßen habe. Im Juni verurteilte ihn das Amtsgericht Staufen zu 4 Monaten Freiheitsstrafe. L. ging in Berufung. Das Urteil wurde nicht rechtskräftig. Das war also der Stand im vergangenen Sommer. 2 unverbundene Verfahren, eines noch nicht zur Verhandlung zugelassen, das andere ohne rechtskräftiges Urteil. Und ein Junge in höchster Gefahr. Im März 2017 erfuhr auch das Jugendamt Breisgau Hochschwarzwald davon und nahm den Jungen in Obhut. Das Familiengericht beim Amtsgericht Freiburger teilte Berin T. in der Folge eine Reihe von Auflagen. Ihr Lebensgefährte dürfe die Wohnung nicht mehr betreten und keine Freizeit mit dem Kind verbringen. Sie müsse sich psychiatrisch untersuchen lassen und beim Jugendamt Hilfe zur Erziehung beantragen. Das Kind wurde daraufhin nach einem Monat wieder in die Obhut der Mutter gegeben. Da spare ich mir jetzt meinen Kommentar zu. Doch T. wehrte sich gegen die Auflagen und hatte teilweise Erfolg.
Die nächste Instanz, das Oberlandesgericht Karlsruhe, hielt die ärztliche Untersuchung und die erzieherische Hilfe für entbehrlich. So setzten die Richter allein auf die Mutter. Ausgerechnet die Frau, die sich auf einen Mann mit einschlägiger Vorgeschichte eingelassen hatte, sollte für die Unversehrtheit des Kindes bürgen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem ihr Sohn schon missbraucht wurde, was die Gerichte nicht wussten. Aus heutiger Sicht war die gerichtliche Einschätzung der Mutter falsch, räumt eine Sprecherin des Oberlandesgerichts ein. Auch habe man das Jugendamt nicht per Amtshilfe gebeten, weiterhin dem Gericht zu berichten. Allerdings habe das Jugendamt eine eigene Beobachtungspflicht. Im Nachhinein muten einige Sätze aus dem Beschluss des Oberlandesgerichts blauäugig an. Eine Abschottung der Familie ist nicht zu befürchten, heißt es dort. Und die Mutter habe aufrichtig ihr Bestreben zum Ausdruck gebracht, das Wohl ihres Sohnes nicht aus dem Blick zu verlieren und diesen vor Gefahren zu schützen. Irgendwo zwischen zwei Amtsgerichten, einem Landgericht, einem Oberlandesgericht, einer Staatsanwaltschaft und dem Jugendamt wurde also versäumt, die wesentlichen Fakten richtig zu gewichten. Dass ein vorbestrafter Pädophiler sich einer verwundbaren Familie angeschlossen hatte. Dass er offenbar entgegen den gerichtlichen Weisungen allein Zeit mit dem Kind verbrachte. Dass er sich unterdessen in kinderpornografischen Foren bewegt haben soll. Da hätten alle Alarmglocken läuten müssen, sagt Ludwig Salgo aus Frankfurt am Main, Rechtsexperte und ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Es sei bekannt, dass Pädosexuelle nach alleinerziehenden Müttern suchen. Die Richter hätten darum weitere Vorkehrungen treffen sollen, etwa überprüfen müssen, dass die Anordnungen umgesetzt werden. Das Kind hätte angehört und ihm ein Verfahrensbeistand zugeordnet werden müssen. Stattdessen entdeckten die Strafverfolger den Missbrauch nur, weil sich die Täter selbst filmten und die Bilder verbreiteten. Christian L. und Berend T. stellten nach Überzeugung der Ermittler eigene Filmsequenzen ins Darknet, auf denen der brutale Missbrauch des Jungen deutlich zu sehen war. Das sei sehr hartes Material, sagt ein Ermittler. Der Junge sei vor der Kamera mit roher Gewalt misshandelt und vergewaltigt worden, offenbar auch von seiner Mutter. Sie und ihr Freund hätten die Aufnahmen in einem pädophilen Forum präsentiert, um für ihr Angebot an andere Pädophile zu werben, den Jungen gegen Bezahlung selbst schänden zu dürfen. Hinter dem Schutz des Tor-Netzwerks Tor ist der Browser, den ihr benötigt, um das Darknet zu betreten. Als kleiner Hinweis, dass die echten IP-Adressen der Nutzer unsichtbar macht und das Darknet vom gewöhnlichen Internet trennt, fühlte sich das Paar offenbar sicher. Was Christian L. und Berend T. nicht wussten, dort war auch ein verdeckter Ermittler unterwegs. Er erkannte schnell, dass es sich um aktuelles Material handelte, also um einen Fall, in dem ein Kind sich gerade in höchster Gefahr befindet. Die Bilder und die Missbrauchsannonce landeten beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden und kurz darauf bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und deren Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT. Wir waren schockiert und wussten, dass wir sehr schnell handeln müssen, sagt Georg Ungefug, der Sprecher der ZIT, der mit seinem Gießener Kollegen Andreas May das Material sichtete. Ungefug ist ein erfahrener Staatsanwalt, der selbst mehr als 8 Jahre lang Fälle von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch bearbeitet hat. Aber die Bilder aus diesem Fall, sagt er, die bekommt man nicht so schnell aus dem Kopf. Christian L. und Berend T. hatten es den Ermittlern leicht gemacht. Während viele Täter darauf achten, keinesfalls erkennbar zu sein und sogar Bilder und Möbel verhüllen, verhielt sich das Paar erstaunlich sorglos. Beide seien auf den Filmen relativ gut zu identifizieren gewesen, heißt es aus Ermittlerkreisen. Binnen weniger Tage habe man den Wohnort herausfinden und die Behörden in Baden-Württemberg einschalten können. Eine Festplatte, die sie L zuordneten, bargen die Fahnder kurz darauf aus dem Staufener Stadtsee. Neben dem Paar konnte die Polizei Männer ermitteln, die auf die perversen Angebote eingegangen sein sollen. Dazu zählt Markus K., ein 41-jähriger Mann aus der Region, den die Polizei wenige Tage nach L. auf seiner Arbeitsstelle festnahm.
K. hatte von 2009 bis 2013 im Gefängnis gesessen. Wie bei L. ordneten die Gerichte später Führungsaufsicht an. Die beiden Männer hatten wohl schon im Gefängnis Kontakt zueinander. Inwieweit sich K. zu den aktuellen Vorwürfen eingelassen hat, ist unklar. K. saß seinerzeit ein, weil er in einem badischen Dorf ein 10-jähriges Kind in ein Maisfeld gelockt hatte. Er hatte dem Kind erzählt, dass es ihm dort helfen solle, auf Hundewelpen aufzupassen. Dann verging sich der Mann an dem Kind. Auf dem Rechner des Täters genau das sind sie, sadistisch-fetischistische Pädophile. Vor knapp 10 Jahren hatte sich V. im Zauberwald herumgetrieben, einem der ehemals größten Pädophilie-Internetforen im deutschsprachigen Raum. Er traf dort auf Gleichgesinnte, darunter einen Schweizer, der sich den Chatnamen Stopfbär gab. Die beiden planten einen Beutausch. Die Vergewaltigung der eigenen Kinder durch den jeweils anderen. V. hatte bereits eine Ferienwohnung im Harz gemietet und seinem 3 Jahre alten Sohn probeweise Schlaftablette und betäubende Salbe verabreicht. Bevor es zu dem Verbrechen kam, wurden die beiden festgenommen. Gott sei Dank. Die Ermittlungen ergaben, dass Daniel V. noch grausamere Sexualfantasien geäußert hatte. Unter dem Pseudonym No Limit chattete er mit einem Niederländer. Sie berauschten sich an dem Gedanken, einen Schuljungen zu verschleppen und ihn stundenlang zu quälen. Am Ende sollte das Kind im Meer entsorgt werden. Zunächst verurteilte ein Gericht Daniel V. zu 11 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Doch der Bundesgerichtshof befand, dass ihm eine Verabredung zum Mord nicht nachzuweisen sei und kassierte das Urteil in Teilen. Daniel V. kam nach knapp 6 Jahren Gefängnis wieder frei. Er wurde in ein spezielles Programm des Landeskriminalamts aufgenommen, das Kieler Sicherheitskonzept Sexualstraftäter. Die Experten stuften ihn in die Kategorie B ein. Er galt als latent rückfallgefährdet. In Untersuchungshaft sitzt auch ein deutscher Soldat, der als Stabsfeldwebel das Jägerbataillon 291 im elsässischen Ilkirch-Grafenstaden diente. Auf seinem Computer hatte er kinderpornografisches Material gesammelt. Ein 32 Jahre alter Spanier wurde in seinem Heimatland festgenommen. Zuletzt verhaftete die Polizei einen 37-jährigen Schweizer, kurz nachdem er nach Österreich eingereist war. Im schleswig-holsteinischen Neumünster nahm die Polizei zudem einen Mann fest, der nicht den Jungen im Breisgau, aber seine 8-jährige Tochter missbraucht haben soll. Ermittler sind es gewohnt, dass sie sich immer wieder mit denselben Tätern auseinandersetzen müssen. Psychiatrisch gesehen sei Pädophilie eine Störung der Sexualpräferenz. Und die verschwindet nicht einfach, wenn der Betroffene im Justizvollzug seine Strafe verbüßt, sagt Georg Ungefug von der ZIT.
Ohne eine erfolgreich absolvierte Verhaltenstherapie sei es unwahrscheinlich, dass ein Täter sein sexuelles Interesse an Kindern in den Griff bekommen oder zumindest so weit beherrschen könne, dass er es nicht mehr auslebe. Das Problem ist, dass wir zu wenige therapeutische Angebote in diesem Bereich haben, sagt Ungefug. Viele Programme etwa an der Berliner Charité richten sich nur an Männer, die noch nicht straffällig geworden seien. Für die anderen gibt es kaum etwas. Die wenigen Psychotherapeuten und Psychologen, die einschlägig vorbestrafte Täter behandeln, sind überlastet. Und auch eine Therapie sei keine Gewähr dafür, dass Pädophile nicht mehr auffällig würden. Immerhin gelingt es den Ermittlern regelmäßig in Foren und Tauschbörsen von Pädokriminellen einzudringen. Um Zutritt zu den abgeschotteten Bereichen zu erhalten, wird von den Forum-Administratoren zumeist eine Probe mit frischer Kinderpornografie verlangt. Für deutsche Strafverfolger sind in diesem Punkt in aller Regel die Ermittlungen vorerst am Ende, denn es ist ihnen nicht erlaubt, illegales Material zu verbreiten. In anderen Ländern, etwa den USA oder Australien, haben die Fahnder oft weitgehende Möglichkeiten, mit denen das FBI auch viele Nutzer der Plattform Playpen identifizieren konnte. Die Behörden kooperieren über Staatsgrenzen hinweg. So konnten BKA und ZIT im vergangenen Jahr auch die Tauschbörse Elysium ausheben und stilllegen. Schlechter vorbereitet auf die außergewöhnliche kriminelle Energie der pädophilen Ringe sind möglicherweise die Gerichte. Die Hürden zum Schutz von Kindern einzuschreiten sind in Deutschland hoch. Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof betonten in mehreren Entscheidungen, dass eine Kindeswohlgefährdung erst vorliege, wenn eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei. Um von den Eltern getrennt zu werden, müsse die Gefährdung sogar nachhaltig sein und mit ziemlicher Sicherheit eintreten. Ein bloßer Verdacht oder eine Sorge reichen nicht aus. Stefan Heilmann, Vorsitzender Richter im Oberlandesgericht Frankfurt am Main, sieht die Rechtsprechung in einer Schieflage. Die Gerichte argumentieren häufig nur aus der Perspektive des Elternrechts. Die Grundrechtsposition des Kindes und seine Belange rücken oft in den Hintergrund. Damit verlagere sich auch das Risiko zu Lasten des Kindes. 2016 verhandelte der Bundesgerichtshof einen Fall, der dem aktuellen ähnelt. Die alleinerziehende Mutter eines Mädchens war mit einem Mann zusammengezogen, der mehrmals wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden war. Das Jugendamt nahm die 7-Jährige in Obhut. Das Amtsgericht entzog der Mutter teilweise das Sorgerecht. Das Oberlandesgericht Karlsruhe aber entschied, ähnlich wie später im Breisgauer Fall, dass die Tochter wieder zur Mutter zurück dürfe. Allerdings unter Auflagen, etwa, dass das Mädchen nie mit dem Lebensgefährten allein sein dürfe. Die Mutter wollte die gerichtlichen Weisungen nicht akzeptieren, verlor am Ende vor dem Bundesgerichtshof, der diese Auflagen für verhältnismäßig hielt. Eine Gutachterin schätzte die Rückfallwahrscheinlichkeit für den Mann auf 30%. Sicher ist, dass auch der aktuelle Fall die Diskussion der Juristen befeuern wird. Jugendamt und Gerichte haben angekündigt, die Abläufe zu prüfen. Die Aufarbeitung solle auch die Frage der Kontrolle gerichtlicher Auflagen mit umfassen. Der Hauptverdächtige Christian L. hat nach seiner Festnahme gegenüber den Ermittlern umfangreich ausgesagt. Der Mann hat nichts mehr zu verlieren. Er wird diesmal einer Sicherungsverwahrung wohl nicht entgehen. Am Tag der Urteilsverkündung verbergen Berend T. und Christian L. ihre Gesichter nicht mehr vor den Fotografen. Aber Berend T. senkt den Kopf so tief es geht. Im großen Saal des Landgerichts Freiburg sind fast alle Plätze besetzt. Ein leitender Ermittler ist gekommen. Verwandte der Angeklagten, ein bekannter pädophilen Lobbyist, sitzt neben Antimissbrauchsaktivistinnen. Der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin verkündet den Schuldspruch gegen die zwei Hauptangeklagten im Fall Staufen. 12 Jahre Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwarnung für Christian L. und 12,5 Jahre für die Mutter wegen schweren sexuellen Missbrauchs, schwerer Vergewaltigung, schwerer Zwangsprostitution, Menschenhandel, sexueller Ausbeutung, Besitz und Herstellung von Kinderpornografie. Beide müssen ihren Opfern hohe Summen Schmerzensgeld zahlen. An diesem Tag setzt die Kammer den Schlusspunkt unter dem Verfahrenskomplex, einen der verstörendsten Fälle der vergangenen Jahre.
Die alleinerziehende Mutter Berenté, 48 Jahre alt, erwählt sich mit Christian L., 39 Jahre alt, ausgerechnet einen vorbestraften Missbrauchstäter zum Partner. Zwei Gerichte glaubten ihr, dass sie ihr Kind vor ihm schützen werde. In Wahrheit war sie längst an den Übergriffen beteiligt. Selbst erfahrene Ermittler hatten sich über die Dimension des Falls erschüttert gezeigt. Die beiden gestanden, ein dreijähriges Mädchen missbraucht zu haben und dann den heute 10-jährigen Sohn von Berenté. Mehr als 2 Jahre lang erniedrigten, quälten, vergewaltigten sie den Jungen. Sie boten ihn im Darknet an und überließen ihn mehreren Freiern zur Vergewaltigung. Einer zahlte 10.000 Euro. Mehrere Männer, die das Kind missbrauchten oder auf andere Weise Teil des Netzwerks waren, wurden bereits in erster Instanz zu hohen Haftstrafen verurteilt. Fast 3 Stunden lang begründet Richter Bürgelin das Urteil. Geht auf jede einzelne Tat ein, wie Berenté die 3-Jährige fesselte und sie ihrem Partner zur Vergewaltigung bereitlegte, wie Christian L. auf Plattformen im Darknet als Papa mit Sohn auftrat, wie er ein Netzwerk von Freiern organisierte, wie die Mutter ihren Sohn auf die Vergewaltigung durch Christian L. vorbereitete, wie dieser den Jungen warnte, aber nicht, dass du schreien tust. Bürgelin spricht vom Ekel und vom Weinen der Kinder, alles in Ton und Bild festgehalten von den Angeklagten. Die Clips verkauften Christian L. oder er benutzte sie als Tauschware im Darknet. Bürgelin, es liegen viele Videos in sehr guter technischer Qualität vor, bei denen man jedes Detail sieht, das man gar nicht so genau sehen will. Die Folgen für die Kinder seien schwer, sagt der Vorsitzende. Die damals 3-Jährige zeige sexualisiertes Verhalten. Der Junge leide unter Schlafstörungen. Andere seelische Folgen sind nicht für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt. Staatsanwältin Nicola Novak hatte 13,5 Jahre Freiheitsstrafe für Christian L., 14,5 Jahre für Berenté gefordert. Lebenslang gibt es für solche Taten nichts, sagt Bürgelin. Und uns ist bewusst, dass die Öffentlichkeit das Urteil als zu milde bewerten wird. Aber das Gericht muss auch berücksichtigen, was für die Angeklagten spricht. Und das ist zumindest bei Christian L. nicht ganz wenig. Er selbst hat sich im Verfahren als Haupttäter bezeichnet. Half maßgeblich bei der Aufklärung, führte Ermittler an Tatorte, belastete andere Mittäter. Festnahmen und weitere Ermittlungen waren möglich, weil Christian L. redete. Er hat sich selbst dabei nicht... Für ihn gilt die Kronzeugenregelung. Laut Gutachten sei Christian L. zudem pädophil. Ein anerkannter Strafmilderungsgrund, erklärt der Vorsitzende. Auch L. selbst scheint sich diese Störung mittlerweile einzugestehen. Zumindest habe er für sich selbst die Sicherungsverwahrung gefordert. Das ist ein erster Schritt zur Therapie, ein sehr ungewöhnlicher. Missbrauchstäter neigen oft zur Verleugnung. Nicht nur das Gericht, auch Ermittler halten seinen Wunsch nach Abkehr vom pädokriminellen Leben für authentisch. Christian L., nach eigenen Angaben als Kind selbst missbraucht, schaut den Richter an. Er nickt. Er wird sich wenig Illusionen über seine Strafe gemacht haben. Für das größte Entsetzen hat in der Öffentlichkeit jedoch Berentés Rolle gesorgt. Eine Mutter, die ihr eigenes Kind missbraucht. Berentés Verteidiger hatte argumentiert, ohne ihren Partner würde sie nicht auf der Anklagebank sitzen. Aber das lässt die Kammer nicht gelten. Umgekehrt würde er ohne sie auch nicht auf der Anklagebank sitzen, sagt der Vorsitzende zu Berenté. Andererseits sei Berenté Ersttäterin. Nichts hatte der forensische Psychiater gesagt, deutete darauf hin, dass sie ähnliche Taten beging, bevor sie auf Christian L. traf. Bei der Polizei und vor Gericht hat sie nur spärliche Angaben gemacht. Bürgeling referiert, Berenté wuchs ohne Eltern auf. 3 Monate nach der Geburt ihres Sohnes starb dessen leiblicher Vater. Berenté sei emotional abhängig von Christian L. gewesen. Laut Gutachter hat sie eine Lernbehinderung, ihr Verständnis von Normen ist unterentwickelt. Der Mann wird als erster in den Saal geführt. Christian L. kommt in Handschellen, aber mit federndem Gang und erhobenem Kopf. Ein Mann mit scharf geschnittenem Gesicht, der auf sein Äußeres achtet.
Er trägt unter einer Weste ein dunkelblaues Hemd mit wappenförmigen Aufnähern, fast wie ein Polizeiuniformhemd. Seine Körpersprache lässig. Als die Fotografen sich vor ihm aufbauen, reckt er sein Kinn in die Höhe. Es scheint, als unterdrücke er ein Lächeln. Dann kommt Berenté herein, eine Frau mit aufgedunsenem Körper. Ihr dunkles Haar hat sie notdürftig zurückgebunden. Zwischen den fettigen Strähnen zeigen sich große lichte Stellen. Berenté wirkt wahllos, als habe sie sich aufgegeben. Auch sie verbirgt ihr Gesicht nicht. Aber als sie auf der Anklagebank sitzt, senkt sie den Kopf so tief sie kann. Sie schaut den Mann an, sie schaut den Mann nicht an. Und auch er hat für sie keinen Blick. Er war wohl auch eindeutig mehr an dem Kind interessiert als an ihr. Vor dem Freiburger Landgericht hat die juristische Aufarbeitung eines zutiefst verstörenden Verbrechens begonnen. Berenté, 48 Jahre alt und Mutter eines 9-jährigen Jungen und ihr 39-jähriger Lebensgefährte Christian L. sind angeklagt, den Jungen und die Tochter einer Bekannten sexuell schwer missbraucht zu haben. Den Jungen boten sie laut Anklage mehr als 2 Jahre lang im Internet an und überließen ihn mehreren pädosexuellen Freiern zur Vergewaltigung. Insgesamt gibt es 8 Tatverdächtige. Weil jeder Fall einzeln angeklagt wird, ist der Hauptprozess der insgesamt 4. in der Reihe, den die Justiz in Freiburg zu bewältigen hat. Es ist der einzige, in dem alle Taten zusammenlaufen. Gemeinschaftlich begangener schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, schwerer Menschenhandel, schwere Zwangsprostitution, Herstellung, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften – all das legt die Staatsanwaltschaft den beiden Angeklagten zur Last. Die Frage ist, wie verteilten sich bei all dem die Rollen von Mutter und Stiefvater? Etwa 3 Dutzend Zuhörer sind gekommen. Es dauert nicht lang, da verlassen einige den Saal. Zu unerträglich, was die Staatsanwältin Nicola Nowak und Sabrina Haberstroh im Wechsel vortragen. Wie Christian L. sich mit der alleinerziehenden Berenté zusammentat, die laut Anklage von Anfang an wusste, mit wem sie zu tun hatte, mit einem verurteilten pädophilen Sexualstraftäter. Wie Berenté bereitwillig Gelegenheiten geschaffen haben soll, die entwicklungsverzögerte Tochter einer Freundin gemeinsam zu missbrauchen. Wie Christian L. die Rolle des Familienoberhaupts übernommen habe. Der Junge nannte ihn Papa. Nowak trägt vor, sachlich und nüchtern, Missbrauchstaten in allen Variationen. Oral, anal, mit Fesseln und Gewalt. Der Junge sei von Mutter und Stiefvater beleidigt, beschimpft und erniedrigt worden. Papas kleine Hure habe die Mutter ihr Kind genannt. Berenté verfolgt das alles mit reglosem Gesicht. Von den Taten stellten die beiden Videoaufnahmen her, die sie im Darknet verbreiteten, zur eigenen sexuellen Befriedigung und um potenzielle Interessenten anzulocken. Sie zeigen, wie sehr sich der Junge ekelte. Er hatte Schmerzen, würgte und weinte. In anderen Fällen soll Berenté im Freien die Männer befriedigt haben, während das Kind zusehen musste. Ein Spanier, der eigens mit dem Flugzeug anreiste, bezahlte laut Anklage mehrere 1000 Euro für den Jungen und spendierte dem Paar einen neuen Fernseher. Berenté sieht kaum zur Staatsanwältin hin, stattdessen liest sie in ihrem Exemplar der Anklageschrift. Christian L. spielt, während Nowak spricht, mit einem Kugelschreiber, trommelt ungeduldig mit den Fingern auf die Armlehnen seines Stuhls, späht ins Publikum, setzt die Lesebrille auf und wieder ab, zupft sich am Ziegenbart. Aus dem Publikum ist zunächst kaum ein Laut zu hören, später vereinzeltes Aufstöhnen. Mehr als 100 Seiten umfasst die Anklageschrift. Nach rund 1 Stunde ist die Staatsanwältin bei Tat Nummer 19 angekommen, festgehalten von Kameras, die ein Freier aus der Schweiz zuvor am Tatort installiert hat. Christian L. hat mit ihm zusammen eine Art Drehbuch entwickelt. Die Handlung: Christian L. lässt sich von dem Jungen, den Berenté ihm zu einer Bank am Waldrand gebracht hat, oral befriedigen. Nach einer Weile springt der Schweizer aus dem Gebüsch, er gibt sich als Polizei aus, der den Jungen befragt, ihm Angst einjagt, ihn manipuliert und dann ebenfalls missbraucht. 3 1/4 Stunden lesen Nowak und Haberstroh im Wechsel, dann sind sie endlich bei der Tat Nummer 58 angekommen, der letzten. Das Martyrium des Kindes endete mit der Festnahme des Paares am 16. September 2017.
Für beide Angeklagte sagt Staatsanwältin Nowak in einer Verhandlungspause, komme Sicherungsverwahrung in Betracht. Die Taten seien durch zahlreiche Filmaufnahmen und Dokumente dokumentiert. Das Kind, das sich zeitweise in Selbstgespräche und Scheinwelten flüchtete, sei nun an einem sicheren Ort untergebracht. Am Nachmittag dann beginnt Christian L. mit seiner Aussage. Stationen einer desolaten Kindheit, Mutter psychisch krank, Stiefvater gewalttätig, Aufenthalte bei Pflegeeltern, Kinderheim, ambulante Betreuung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Alle Taten räumt er bereitwillig ein, aber stehen lassen will er die Anklage so trotzdem nicht. Nicht, was die Mutter des Jungen betrifft, alle Initiative sei von ihm ausgegangen, in keinem Fall von ihr. Ich bin der Haupttäter, keine Frage. Es ist für mich schlimm genug, dass die Frau T. jetzt hier sitzt und alles verloren hat. Mehr als um Verzeihung bitten kann ich da nicht. Und der Junge sei ihm nicht gleichgültig, so der Angeklagte. Es gehe ihm darum, dass der Junge aufarbeiten könne, was geschehen sei, dass er damit abschließen kann. Christian L. kann aus eigener Erfahrung einschätzen, wie schwer das wird. Er sei, so sagt er selbst, ein missbrauchtes Kind. Als er 6, 7 Jahre alt gewesen sei, habe ihn über Jahre ein Onkel missbraucht. Und noch etwas teilt er mit. Ich selbst bin ja durch eine Vergewaltigung entstanden. Das habe ich ihm, seine eigene Mutter, als Kind im Streit eröffnet. Christian L. wirkt jetzt gar nicht mehr selbstgewiss. Ich habe mich öfters gefragt, ob das, was mein Erzeuger mit meiner Mutter gemacht hat, ob das vererblich ist. Ich habe mich gefragt, ob ich genauso werden kann wie mein Erzeuger. Aber sie hat sämtliche professionelle Stellen getäuscht, sagt Bürgelin. Sie ist fordernd und bestimmt aufgetreten und ließ alle glauben, sie werde das Kind schützen. Nun gibt es keinen Kontakt mehr zu ihrem Kind, für lange Zeit nicht, vielleicht nie mehr. Aber was bewegte sie zu ihren Taten? Zunächst ging es ihr darum, die Beziehung zu halten, sagt Bürgelin. Eine Beziehung allerdings, in der Sexualität zwischen den Erwachsenen so gut wie gar nicht vorkam. Es bleibt offen, ob pädophile Neigungen vorhanden sind oder ob sie es nur dem Herrn L. zuliebe gemacht hat. Später sei es der verschuldeten Berend T. auch um Geld gegangen. Die Mutter habe ausgenutzt, dass der Junge an ihr hing. Er hatte keinen häuslichen Schutzraum. Eine echte Wahlmöglichkeit hatte er auch nicht. Die beiden drohten ihm, er käme ins Heim, wenn er sich offenbaren würde. Der Vorsitzende kommt in seiner Begründung auf ein bestimmtes Video zurück. Berend T. traktiert den Jungen darin mit einem Dildo. Das Kind schreit sekundenlang vor Schmerz auf. Das war die heftigste Tat, sagt Bürgelin. Vor allen beteiligten Tätern haben sie die höchste Strafe bekommen, weil sie dem Jungen die meisten Schmerzen zugefügt haben. Zu all dem hat Berend T. im Laufe des Verfahrens geschwiegen. Kein Versuch, sich zu erklären, kein Wort über ihre Empfindung, dem Kind gegenüber, keine Reue, kein Bedauern. Wie so oft in diesem Verfahren hält Berend T. ihren Blick jetzt fest auf die Tischplatte geheftet. Bis zum Ende der Urteilsverkündung schaut sie den Richter nicht an. Aber ihr Verteidiger meldet sich für sie zu Wort. Berend T. nehme die Strafe an. Meine Mandantin übernimmt die ganze Verantwortung. Sie will damit ein Zeichen setzen für ihren Sohn. Der solle wissen, meine Mutter steht zur Tat. Der Vorsitzende fragt, ist das Ihre Erklärung, Frau T.? Berend T. schaut kurz auf und sagt kaum hörbar ein Wort. Ja. Nach Verhandlungsende warten Reporter auf die Staatsanwältin. Sie wollen wissen, ob ihr die Strafen nicht zu niedrig seien. Nein, sagt Anklägerin Nowak. Im Gegenteil, es sei ein guter Tag für den Rechtsstaat. In dem Verfahren konnten alle Beteiligten ihr Gesicht wahren. Wir gehen auseinander und können uns gegenseitig in die Augen sehen. Come little children, the time's come.